Moritz Hans in seinem Element, das Klettern an einer steilen Wand. Spielerisch sieht es aus, wie der 22-Jährige auch die schwersten Routen meistert. In einer unglaublichen Geschwindigkeit bezwingt er den künstlichen Felsen im Kletterzentrum Stuttgart des Deutschen Alpenvereins. Die Außenanlage hier auf der Waldau und die riesige Indoor-Kletterhalle sind in ihrer Größe ziemlich einzigartig in der Region und das perfekte Trainingsrevier für den Profikletterer, der 2017 auch die Ninja Warriors Staffel beim Privatcenter RTL gewinnen konnte. Der Stuttgarter klettert seit Kindesalter, eine Leidenschaft, die ihn nie wieder losließ. Also jeder fängt klein an, man versucht sich eben so ranzusteigern, man versucht sich an der leichtesten Tour und irgendwann merkt man, boah ja, das fühlt sich gut an. Traue mich mal an die nächste. Dann kann es sein, okay, nö, schaffe ich noch nicht. Dann probieren wir es beim nächsten Mal nochmal und nochmal. Und irgendwann klappt dann auch diese Tour. Und irgendwann, wenn man nur noch klettert, hat man die Bewegung drauf, lernt man die Techniken neu. Und dann irgendwann geht es auch nicht mehr nur mit Klettern, sondern muss dann auch richtig spezifisch trainieren. Das heißt Kraft, Beweglichkeit und so weiter. Aber genau so kommt man eben von einem Ziel zum nächsten. Und das zu Beginn dann auch noch nicht so schnell wie Moritz. Klettern gehört aber zu den gesündesten Sportarten überhaupt. Fast alle Muskelpartien werden beansprucht und auch der Kopf spielt eine wichtige Rolle. Außerdem kann hin und wieder ein Perspektivwechsel nicht schaden. Das Reizvolle ist vielleicht daran, dass man nicht unbedingt jetzt hier beim Joggen geradeaus läuft, sondern dass man einfach mal in die Höhe geht, ne? Also eine ganz neue Perspektive vielleicht hat von seinem Alltag, von allem Möglichen. Und das ist vermutlich das, was man auf jeden Fall probieren sollte. Der Klettersport hat sich in den letzten Jahrzehnten enorm entwickelt und ist auch von den Alpen oder den Mittelgebirgen in die Städte gewandert. Ein Vorteil für alle. Wir sehen uns damit konfrontiert, dass das Klettern mittlerweile ein Breitensport ist. Klettern ist keine elitäre Sache mehr, die man nur mit ganz viel Geld im Expeditionsstil auf hohen Bergen machen kann, sondern es ist wirklich zum Sport geworden und der Sport muss am Ende dahin, wo die Leute sind. Hat auch viel damit zu tun, dass heutzutage viele den Sport sehr ernsthaft betreiben. Es ist Leistungssport auch für viele geworden oder intensiver Freizeitaspekt. Das heißt, die Leute wollen einfach regelmäßig den Klettersport betreiben und dazu muss man das Angebot möglichst da schaffen, wo die Leute auch sind. Hat auch ein bisschen damit zu tun, dass es bei uns in den Breitengraden halt im Winter eher kalt ist und im Sommer eher warm und deswegen kann man draußen klettern nicht unbedingt das ganze Jahr machen und so Kletterhallen wie die hier bieten halt die Möglichkeiten, dann sich auf den Klettersport am Fels ideal vorzubereiten, auch in den Zeiten, wo das Wetter nicht so unbedingt mitspielt. Und auch der Umweltaspekt passt. Man muss nicht zwingend mit dem Auto zum Klettern in die Alpen fahren. In der Halle oder eben wie hier in Degerloch draußen trainieren und dann zum Beispiel im Urlaub das Erlernte am richtigen Felsen anwenden. Das ist die perfekte Mischung. Auch für Moritz Hans, der bei allen Vorteilen des Indoor-Kletterns nach wie vor ein echter Naturbursche ist. Es ist natürlich schön, draußen an der frischen Luft zu sein, eben gerade das Wetter mitzubekommen, ne? Ob es jetzt regnet, ob es Topwetter ist, ob es windet. Einfach dieses Gefühl zu haben, draußen was zu machen und frische Luft, ja, eben an der frischen Luft zu sein. In der Natur, auf der Schwäbischen Alb oder in den Bergen, ist natürlich das Erlebnis der Natur. Ich rieche, ich erlebe alles um mich herum, ich sehe die Tageszeiten, erlebe Sonne, Wind, Regen, alles was dazugehört. Das ist das, was wahrscheinlich für die allermeisten, die heutzutage klettern, doch das Gesamterlebnis Klettern ausmacht. Einfach sich in der Natur aufhalten, in der Natur bewegen, natürlich bewusst in der Natur bewegen, nichts kaputt machen, aber einfach den Gesamteindruck zu haben. Und wie das dann genau aussieht, sehen Sie im Frühsommer bei Startblock 07, denn wir haben uns mit Moritz und Frank direkt zum Klettern in der Natur, auf der Schwäbischen Alb, um ganz genau zu sein, verabredet.